Die Variant 500 ist unsere fünfte Generation der Maschinen mit variabler Presskammer. Sie umfasst vier Modelle: die 560, die 565, die 580 und die 585. Die Variant 560 und die Variant 565 haben einen Kammerdurchmesser von 1,60 m, die Variant 580 und die Variant 585 einen Durchmesser von 1,80 m. Die Variant 565 und die Variant 585 sind Heavy-Duty-Maschinen, das heißt Antrieb, Abstreifer und die 8 mm starken Rotorsterne sind stärker ausgeführt. Une taille de 8 mm. Die Anhängung der Variant 500 wurde modifiziert. Sie bietet mehr Einstellmöglichkeiten, sodass die Maschine immer horizontal angehängt werden kann. Bei einer horizontalen Anhängung ergibt sich ein weit geöffneter Einzug. Das Ergebnis ist ein optimaler Gutstrom und eine gute Positionierung des Ballens in der Presskammer. Die Variant 500 ist entweder mit einer 2,1 Meter oder 2,35 Meter breiten Pickup ausgestattet. Die Pickup dieser Maschine kann mit verschiedenen Niederhaltern ausgestattet werden. Prallblech, Einzelrollenniederhalter oder mit einem Doppelrollenniederhalter mit einer großen Walze vorne und einer kleineren Walze hinten. Die Pickup ist mit großen Zentrierschnecken ausgestattet, um möglichst viel Gut zum Rotor zu fördern. Der Einzel- und der Doppelrollenniederhalter lassen sich leicht verstellen, sodass sie an die Größe der Schwaden angepasst werden können. Die untere Position ist für kleine Schwaden vorgesehen, die obere Position für große Schwaden. Mit Rollenniederhaltern kann der Materialfluss vorverdichtet werden, um den Durchgang unter dem Rotor zu optimieren und den Durchsatz der Maschine zu erhöhen. Die Pickup ist mit einfachen oder schwenkbaren oder wie bei dieser Maschine klappbaren Pendeltasträdern ausgestattet. Die Pendeltasträder bieten eine optimale Anpassung an die Bodenkontur und eine bessere Aufnahme. Die Verstellmöglichkeiten der Pendeltasträder wurden verdoppelt, um eine feinere Einstellung der Pickup-Höhe zu gewährleisten. Maschinen mit Einzel- oder Doppelrollenniederhaltern sind anstelle der Scherschraube mit einer Nockenabschaltkupplung ausgestattet, sodass man nicht durch Bruch und Wechseln der Scherschraube aufgehalten wird. Die Nockenschaltkupplung ermöglicht es dem Bediener, mit der maximalen Kapazität der Maschine zu fahren und die Stundenleistung zu erhöhen. Ein weiterer Komfort für den Bediener ist die hervorragende Sicht auf den Rotor und die Pickup, sodass der Bediener die Kapazität der Maschine voll ausschöpfen kann. Die Variant 500 Baureihe ist mit einer Komfortnetzbindung ausgestattet, bei der die Anzahl der Netzumwicklungen von der Kabine aus eingestellt werden kann. Diese neue Bindung ist um 25 cm tiefer positioniert, um eine optimierte Positionierung und Beladung der Netzrolle zu erreichen. Für die Netzbindung können bei dieser Maschine Standardrollen zur Umwicklung von Kante bis Kante oder extra breite XW-Netzrollen zur Umwicklung des Ballens bis auf die Seitenfläche verwendet werden. Bei der Umwicklung wird das Netz gedehnt, um den Ballen von Kante bis Kante zu bedecken. Das neue Bremssystem der Netzbindung der Variant 500 sorgt dafür, dass das Netz unabhängig vom Rollendurchmesser und der Netzqualität gleichmäßig gedehnt wird. Die Variant kann mit einer Links-Rechts-Anzeige mit einem Sensor an jedem äußeren Riemen ausgestattet werden. Diese Anzeige ermöglicht eine optimale Kammerfüllung sowie eine hervorragende Ballenform unabhängig von den Pressbedingungen. Alle Variant-Modelle sind automatisch mit einem Rotor ausgestattet, der eine Zwangszuführung des Ernteguts in die Kammer ermöglicht, was eine höhere Maschinenleistung ergibt. Die Variant-Modelle können mit einem Roto-Feed-Einzugsrotor ausgestattet werden, sowie mit einer Roto-Cut-Schneideeinrichtung mit 14 Messern für eine theoretische Schnittlänge von 70 mm oder einer Roto-Cut-Schneideeinrichtung mit 17 Messern für eine theoretische Schnittlänge von 60 mm. Die Anordnung des Rotors ermöglicht einen optimalen Ballenstart, da jeder Rotorstern in direktem Kontakt mit dem Erntegut steht. Alle Rotocut-Pressen sind mit einer federbelasteten Einzelmesserabsicherung ausgestattet. Bei einem Fremdkörper wird nur das betroffene Messer aus dem Gutfluss genommen, während die anderen Messer weiter schneiden. Alle Variantmodelle sind mit vier Endlosriemen ausgestattet, die mit einer Geschwindigkeit von 3 m/s angetrieben werden. Für jeden Riemen gibt es eine visuelle Anzeige, damit der Fahrer den Lauf der Riemen von der Kabine aus sehen kann. Durch die hohe Geschwindigkeit der Riemen kann der Durchsatz der Maschinen deutlich erhöht werden, sodass kleine Materialschichten gepresst werden können. Dies erhöht die Ballendichte.
So bietet die Variant mit einer Bindezeit zwischen 5 und 6 Sekunden eine der schnellsten Bindezeiten auf dem Markt. In Kombination mit einer Klappenöffnungs- und Schließzeit von 6 Sekunden führt dies zu einer Reduzierung der Stillstandszeit und damit zu einem höheren Durchsatz. Die Heavy-Duty-Variant 565 und 585 sind standardmäßig mit dem absenkbaren Boden Pro ausgestattet. Die Variant 560 und 580 können optional damit ausgestattet werden. Der Schneidboden Pro ist hydropneumatisch gefedert und informiert den Bediener in der Kabine über Veränderungen der Bodenöffnung, damit er seine Fahrgeschwindigkeit optimal anpassen kann. Die neue Smart Density-Einheit ermöglicht eine unabhängige Steuerung der beiden Spannarme. Jeder Spannarm ist mit einem Winkelsensor ausgestattet, der eine unabhängige Steuerung der beiden Arme ermöglicht. Diese Steuerung ist mit einem Hydraulikblock der neuesten Generation kombiniert. Die Smart Density-Technologie sorgt für eine exzellente Ballenform unter allen Pressbedingungen, auch bei unregelmäßigen Schwaden oder geringen Volumen. Jeder Arm kann einen anderen Druck ausüben, um eine optimale Spannung der Riemen zu gewährleisten, die an die voreingestellte Dichte angepasst ist. Pré-réglé par le chauffeur. Dank Smart Density und der neuen Weichkernfunktion kann die Ballenmitte auch viel lockerer gepresst sein. Dank des oberen Spannarms bleibt die Spannung der Riemen konstant. Alle Schmierpunkte sind an einer Variant in Grundausrüstung einzeln abschmierbar. Wie bei dieser Maschine kann sie mit einem manuellen Zentralschmiersystem ausgestattet werden. Optional ist auch ein automatisches Zentralschmiersystem mit von der Kabine aus einstellbarem Schmierintervall möglich. In jedem Fall werden alle Punkte über einer Höhe von 1,50 Meter an der Maschine auf dieser Höhe zusammengefasst, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten. Die Kettenschmierung erfolgt über diese neue mechanisch angetriebene Permanentpumpe. Für alle Ketten ist eine unabhängige Einstellung möglich. Der Tank ist standardmäßig mit einem Füllstandssensor ausgestattet, der den Bediener informiert, sobald der Füllstand unter einen bestimmten Grenzwert fällt. Das Schmiersystem ist nun mit 9 Bürsten ausgestattet, die eine optimierte Schmierung der Ketten der Maschine ermöglichen. Die Schmierung der Ketten ist unabhängig von der Anzahl der Ballen, sie hängt von der Laufzeit der Maschine ab. Diese optimierte Schmierung ermöglicht eine maximale Lebensdauer der Ketten. Der Rahmen der Maschine ist neu, um das Angebot der für die Variant erhältlichen Bereifung zu erweitern. In Abhängigkeit von der Bereifung werden Stützplatten montiert, um eine horizontale Ausrichtung der Maschine zu gewährleisten. Das Bereifungssortiment wurde erweitert, um sich an alle Bodenbedingungen anpassen zu können. Die Variant ist mit einer Ballenablagerampe ausgestattet, die das einfache Entladen der Ballen ermöglicht. Da sie weit hinter die Haube reicht, kann die Haube auch beim Zurückrollen eines Ballens sicher bewegt werden. Diese Rampe ist standardmäßig mit einem Sensor ausgestattet, um den Bediener zu informieren, ob sich ein Ballen auf der Rampe befindet oder ob die Rampe hochgefahren ist.